Hi. Ja, man findet zu jedem Bereich in der Kunst ein paar ausgesprochene und unausgesprochene Regeln, die es entweder zu befolgen gilt oder die man bewusst oder eben unbewusst bricht. Gestalterische Regeln lernt man sehr früh im Kunstunterricht in der Schule. Gemessen an dem Fakt, dass die gesamte Schulzeit aus Regeln besteht, kann man das jetzt gut oder schlecht finden. Die Entscheidung darüber überlasse ich euch. Als Dorfkind hat kulturelle Bildung für mich nicht wirklich in der Schule stattgefunden, sondern in eigener Recherche und durch Internet, Filme, Freunde und den Besuch von Museen. Ich bin dann irgendwann das erste Mal mit dem Dogma 95 Manifest in Berührung gekommen, das Lars von Trier und Thomas Winterberg 1995 unterzeichnet haben. In diesem Manifest haben Thomas Winterberg und Lars von Trier 10 Regeln festgelegt. Erstens. Als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Zweitens. Musik kann im Film vorkommen, zum Beispiel als Spiel einer Band, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Drittens. Zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Viertens. Die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Fünftens. Spezialeffekte und Filter sind verboten. Sechstens. Der Film darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Siebtens. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt im Hier und Jetzt, also nicht etwa im Mittelalter oder auf einem anderen Planeten. Achtens. Es darf sich um keinen Genrefilm handeln. 9. Das Filmformat muss Academy 35mm sein. 10. Der Regisseur darf weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden. Als ich dann Filme wie Idioten, Das Fest und Italienisch für Anfänger gesehen habe und mir dieser Regeln bewusst war, fand ich die Arbeit mit solchen Regeln unfassbar cool. Besonders die rohe und echt wirkende Ästhetik dieser Dogma-Filme hat mich immer wieder in ihren Bann gezogen und stellt für meine eigenen Arbeiten sicher eine Riesenquelle der Inspiration dar. Ähnlich wie bei Menschen schätze ich Realness in der Kunst. Versteht mich nicht falsch, die Werke dürfen in meinen Augen völlig abstrakt sein und nach den Vorstellungen der Künstler geformt sein. Aber ich mag es, wenn man Künstlern und ihren Werken anmerkt, dass sie hinter ihren Werten stehen. Für Street Photography gibt es auch einige Regeln, die besonders von den Helden in den Fotografieforen laut verteidigt werden, die aber oft keinen Sinn machen und ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ihr etwas über Fotografie lernen wollt, verschwendet eure Zeit nicht auf Instagram oder in Foren, sondern fotografiert mit der Kamera, die ihr gerade zur Hand habt und schaut euch Fotobücher von Fotografen an, die euch inspirieren. Eine Street-Foto-Regel befolge ich aber meistens. Ich fotografiere keine Kinder, keine Obdachlosen und keine Straßenmusiker. Denn diese Personengruppen sind sehr üblich im Stadtbild und ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht meiner Kamera entziehen können. Es fühlt sich also ein bisschen unfair an. Diese Regel habe ich aber für ein Foto gebrochen. Als ich an dieser Szene vorbeiging, stand die Sonne so, dass das Tor einen Schatten auf den Straßenmusiker geworfen hat, der aussah, als würde ihn der Schatten auffressen. Das Foto lag dann ewig lange auf meinem Computer rum, weil ich mir meiner eigenen Arbeit nicht so ganz sicher war und mich immer wieder an diese Regel erinnert habe. Aber irgendwann habe ich mich dazu entschieden, dass Regeln dafür da sind, um gebrochen zu werden. Zumindest wenn es einen Grund hat und eine Geschichte erzählt. Das Foto von dem Straßenmusiker, der von einem Schatten gefressen wird, ist immer noch so eins meiner Lieblingsbilder. Es gibt sicherlich Regeln in der Kunst, die Sinn machen, aber diese sollte man immer hinterfragen. Außerdem haben die Dogma-Regisseure ihre eigenen Regeln bei fast jedem ihrer Filme gebrochen. Wie denkt ihr darüber? Sollte man sich unbedingt an Regeln halten? Welche Regeln bei Streetfotografie befolgt ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren.